Hi meine Lieben! Ja, heute habe ich einen Beauty-Haul, der nicht aus DM-Produkten besteht. Also das ist jetzt mehr so ein bisschen High-End, MAC und so. Dann ein Deko- und Home-Haul. Ich habe das beides jetzt so zusammengefasst, weil das hätte sich nicht gelohnt für einen Extra-Haul. Da dachte ich mir so, egal, machst du Beauty- und Deko-Home-Haul eben zusammen. Und generell auch immer wieder Sachen dazu kamen in den letzten 2 Monaten. Und deswegen teile ich das jetzt so und ja, hoffe, dass es euch gefällt. Und vielleicht ist es auch eine Inspiration für euch, wenn ihr jetzt Geld gekriegt habt oder Gutscheine. So, was macht ihr jetzt damit am besten? Das kann so eine kleine Inspiration auch für euch sein. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen wir mal mit MAC-Lippenstifte. Und ich habe eine kleine MAC-Lippenstift-Obsession. Und die ist ausgeartet in den letzten 2 Monaten und es sind 5 neue MAC-Lippenstifte dazu gekommen. Ja, dazu muss ich sagen, dass 3 Stück schon ein Geburtstagsgeschenk waren im November und 2 so Spontankäufe waren, weil den einen gab es in London, den gab es hier die ganze Zeit nicht und der andere war auch ständig ausverkauft, den habe ich durch Zufall dann entdeckt und deswegen, ja, meine Nude-Obsession geht weiter in MAC-Lippenstiften. Also mittlerweile habe ich jetzt, glaube ich, über 20 MAC-Lippenstifte. Nicht alle Nude, also auch verschiedene Arten, aber hauptsächlich sind sie dann entweder so krass rot oder eher in diesem nude-zarten Bereich. Nicht so knallpink oder so. Aber ich liebe die so und ja, ich konnte nicht entscheiden und eine Farbe ist gehypter und schöner wie die andere. Und ja, MAC-Lippenstifte, immer wieder eine Investition wert. Zum einen habe ich hier Modesty. Ich zeige euch Swatches auf der Hand, wenn ihr die extra nochmal auf den Lippen getragen sehen wollt. Wobei ich die sehr oft auch in Videos habe. Wenn ihr da mal durchklickt, ich schreibe ja immer in die Infobox, was ich da trage. Da sind ganz oft ganz viele von diesen Lippenstiften auch dabei. Also wenn ihr das nochmal extra in so einem MAC Lipstick Lookbook sehen wollt, dann sagt mir da mal Bescheid. Das ist jetzt der Modesty und hat ein Cream Sheen Finish. Eigentlich mag ich Cream Sheen nicht so sehr, weil das immer so in die Fältchen reingeht und der ist überall, aber nicht so sehr auf den Lippen und Cream Sheen ist sehr schwierig. Das ist wirklich so das zu cremige eigentlich bei MAC, aber den fand ich so schön und der ist zwar deckend, aber nicht so krass. Also der hat schon so einen leichten Schierton, aber ich finde den so toll, das ist halt so ein schönes Nude und ich bin Nude-obsessed und ja, da musste der mit. Der hat auch so einen leichten Rosa-Touch, das kommt jetzt hier gar nicht so rüber, ist natürlich immer auch vom Licht abhängig. Aber das ist ein sehr, sehr schöner, den man auch mehrmals nachtragen kann, ohne dass man da Lip Liner braucht und so. Der ist sehr angenehm auf den Lippen, da braucht man eben auch keine Lippenpflege oder nur ganz wenig und so. Der ist eigentlich top, um öfter den mal auf den Lippen aufzutragen. Dann habe ich hier von Viva Glam den zweiten. Der hat so eine rote Hülle, der sieht auch ein bisschen anders aus. Der ist jetzt hier so rötlich und der sieht so aus. Ich wusste das gar nicht. Die Verkäuferin hatte mir erzählt, dass diese roten, also diese Viva Glam Lipsticks, ich weiß nicht mehr genau was, AIDS oder was, Krebs, irgendwie werden die dahin gespendet. Ich weiß nicht, war das sogar der ganze Teil, der ganze Lippenstift, weil die sind ja schon teuer, ne? Also 20 Euro dürft ihr da schon rechnen mit so einem Lippenstift. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall was für einen guten Zweck und das ist schon mal echt top. Und das ist jetzt eben der zweite und hat ein Satin Finish. Das ist ähnlich wie matt, also der drunter ist jetzt der neue hier. Und nur ein bisschen cremiger, also nicht ganz tot, matt und trocken. Das ist so die angenehmere Variante davon und das ist eben dieses Satin Finish. Und ihr seht, die werden sich alle ähneln. Ich liebe die einfach. Dann habe ich noch ein Satin Finish, das ist Fall. Und dem bin ich ziemlich hinterhergerannt. Der war oft ausverkauft. Der sieht so aus. Und der hat auch so einen einen rosanen Touch eher. Also im Vergleich zu den anderen seht ihr das auch. Er ist ein bisschen rosa-pinkstichiger. Auch ein super schöner Alltagston. Also der passt auch zu wirklich sehr vielen Make-ups und so. Dann einen matten, der ist wirklich extrem matt. Das ist der Velvet Teddy, den habe ich in London gekriegt. Da bin ich ewig hinterher gerannt. Der war immer ausverkauft, der kam bei vielen Lieferungen gar nicht mit. Und das ist so ein bräunlicherer Ton. Wobei man da auch sehr aufpassen muss, dass es nicht zu krass braun ist, vor allem wenn man nicht so ein dunklerer Typ ist. Und ja, der ist aber gerade noch richtig. Also der sieht wunderschön aus. Und der ist halt richtig krass deckend auch. Das ist jetzt der untere. Und ich finde den so, so schön. Also ich liebe MAC-Lippenstifte, ich kann davon niemals genug kriegen. Und auch ein sehr schön Nude, aber mit Rotanteil. Das ist den ich auch trage. Der ist sehr dunkel, also ein sehr dunkleres Nude, aber mit Rot. Und das ist so, so eine coole Farbe. Das ist Twig. Der ist auch sehr, sehr beliebt.
Und hier, der ist auch sehr deckend. Das ist ein Satin Finish, also wieder schön angenehm, aber nicht zu schmierig und nicht zu matt. Also Satin ist somit mein liebstes Finish. Und das ist jetzt der allerunterste und ich finde die toll. Also ihr seht schon, welche Farbfamilie ich hier bevorzuge. Und auf den Lippen kommen sie nochmal ein bisschen anders raus. Manche haben so einen ganz, ganz feinen lila Touch. Manche ein bisschen rosa, manchmal ein bisschen braun, je nachdem. Das kommt echt vom Licht auch her an. Also abends sieht das Make-up mit so einem Lippenstift auch nochmal anders aus wie tagsüber im Sonnenlicht. Und das ist auch mal was ganz Tolles, dass sie eben auch unterschiedlich wirken können. Und ich finde das so toll. Also Matte-Lippenstifte sind echt was Tolles, weil die auch so lange halten und von der Konsistenz ganz anders sind. Und ich mir geschworen habe, so wenig wie möglich Drogerie-Lippenstifte zu kaufen, weil die immer aus dem Sortiment gehen. Also ich weiß nicht, wenn ich mal einen gefunden habe, dann geht es sofort aus dem Sortiment. Und dann denke ich mir so, toll, und jetzt? Deswegen, Matte-Lippenstifte haben eine ziemlich lange Dauer in so einem Sortiment, also mehrere Jahre. Und deswegen investiere ich lieber in Merklippenstifte und ach ja, ich bin big in love. Dann habe ich mir zwei Lippenprodukte von NYX gekauft. Ich glaube, es heißt ein... Oh nein, ich weiß es nicht mehr. War es jetzt NYX oder NYX? NYX. NYX. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Die Dinger, die man einfach nicht aussprechen kann. Das ist jetzt einmal ein Mega Shine Lip Gloss, das ziemlich pigmentiert ist. Also das ist wieder so eine altrosa Nude Farbe. Oh Gott, ich liebe das. Ich könnte das den ganzen Tag tragen, weil es einfach immer passt. Egal, was ihr für ein Augen-Make-up habt oder gar keins. Das hier passt einfach immer. Und das ist so ein wunderschönes Gloss, was aber pigmentiert ist wie ein Lippenstift. Hier habe ich das euch mal aufgetragen, hier, und ihr seht, das passt wieder zu diesem Ganzen, also richtig schön und so angenehm, das sieht so voll und toll aus auf euren Lippen, richtig schön. Das ist jetzt die Farbe, wenn es draufstehen würde, hier, 122 Natural, also richtig schön. Und einmal in einer sehr, sehr ähnlichen Farbe, aber in matt. Da gab es ja ganz viel Werbung dafür. Das ist diese matte Lip Cream oder Soft Matte Lip Cream in der Farbe 02 Stockholm. Also auch wieder so mein Farbschema. Und die ist auch toll. Oh mein Gott, das gleitet auf euren Lippen, als hättet ihr Primer drauf. So in etwa kann man das am besten beschreiben. Und das trage ich mal hier auf. Der ist ein bisschen dunkler von der Farbe. Aber auch richtig toll. Also das jetzt hier unten ist dieser Soft Matte Lip Cream. Da habe ich auch sehr lange drauf gewartet und hoffe, dass da noch irgendwie hellere Nude-Töne rauskommen. Bis jetzt ist da nur so krasses Rosa-Pink dabei, was einfach zu Barbie-mäßig aussieht, finde ich. Je nachdem, wer es mag. Aber ich merke mehr solche Farbtöne, wie man sieht. Und ja, sehr, sehr schön. Man sieht auch, wie sehr dieser hier glänzt und shiny ist. Also richtig schön. Den kann ich euch auch sehr empfehlen. Da gibt es jetzt anscheinend oder soll bald welche geben, die noch krasser pigmentiert sind. Also da bin ich gespannt. Aber meistens sind das dann auch so dunklere Lippenstifte, also so Lipglosses, so dunkellila und so. Das trage ich dann eben nicht so. Deswegen, glaube ich, bleibe ich eher bei dem. Und eben dieser Matte, der trägt sich wunderbar auf den Lippen und sieht sehr, sehr schön wie Satin matt aus. Nicht ganz totmatt, aber sehr, doch sehr abmattiert und wunderschön einfach. So, dann kommen wir schon zu Deko und Home-Sachen und ich habe mir einen neuen Terminplaner zugelegt für das nächste Jahr und ich finde ihn so schön. Das ist einer von Paper Blanks und die haben immer verschiedene Styles jedes Jahr und ich liebe die. Ich glaube, das ist jetzt mein 5. wenn nicht sogar 6. Irgendwie so jedes Jahr habe ich auf jeden Fall einen von Paper Blanks und ich bin so begeistert von denen. Ich liebe diese Aufmachung, die ist immer total anders. Hier ist so ein bisschen rustikaler gestaltet, weil dieses Braun nicht so ganz eben ist und so einen schönen goldenen Rand hat. Auch so ein bisschen verziert, verschnörkelt. Ich finde den richtig toll. Hinten genauso. Und hier sieht es aus wie so ein Buch von früher und hier steht auch noch 2016. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert und ich brauche das eben auch für die Arbeit. Ich kann ohne dieses Teil nicht aus dem Haus. Und es hat diesen schwarzen Gummizug noch, der auch sehr praktisch ist, weil ich immer irgendwelche Zettelchen drin stecken habe. Und ganz hinten hat es auch nochmal so ein Fach, wo man auch noch Zettel aufbewahren kann. Jetzt nicht mega große, aber so kleine Notizdinger gehen immer. Und ich brauche halt vor allem so eine Woche, die man auf zwei Seiten sieht. Das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich sonst den Überblick einfach nicht habe. Und ich brauche so ein kleines Notizfeld hier unten und generell bei den Tagen so ein bisschen Platz. Ich brauche noch nicht eine komplette Seite, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Und das sieht dann auch immer gut gefüllt aus. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit denen. Die gibt es in ganz unterschiedlichen Maßen und Formaten. Also ihr könnt auch welche haben, wo ein Tag auf einem Blatt ist und größer und kleiner als Buch. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ich habe die jetzt von Thalia, da gibt es so eine Paper Planks Ecke
Und ich weiß gar nicht, andere Buchhandlungen werden die bestimmt auch haben. Online gibt es sie noch und vielleicht sogar bei Amazon. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht sicher. Aber ich schwöre auf Paperblanks. Das sind so meine allerliebsten Notizbücher und auch so Terminplaner. Und ich habe immer einen. Dann war ich noch bei ein paar Möbelhäusern unterwegs und habe so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Unter anderem bei Mömax. Ich weiß gar nicht, ihr kennt das glaube ich gar nicht alle. Das ist mehr so eine Deutschlandgeschichte, so unten im Süden rum und so. Ich glaube, im Norden ist das gar nicht so vertreten. Das ist eben auch so ein Möbelhaus, so ähnlich wie Ikea und alle drumherum, so mittelbillig, Preise je nachdem. Und das nennt sich jetzt aber ganz oft auch Modern Living und hat dieses X von Mömax noch drin. Also da steht auf ganz vielen Produkten nicht Mömax, sondern Modern Living X. Ganz komisch, weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall habe ich hier so wunderschönen Dekosand gekauft, der war auch noch voller. Ich habe hier schon mal ein bisschen in dieses Glas hier reingeschüttet. Das ist so... Oh, so leicht einen Marmoreffekt hat das wieder und ich liebe ja Marmoreffekte. Und das eben so weiß glitzern mit ein bisschen fast schwarz, so dunkelgrau und ja, das ist wieder genau meins. Ich liebe sowas und könnt es überall hinschütten. Dann habe ich noch so einen riesigen Bilderrahmen gekauft. Den habe ich sogar noch eingepackt gelassen. Der ist so Roségold und oh, nächste Obsession, Roségold. Und das ist auch so richtig schönes Roségold. Ich glaube, das sieht ein bisschen bronzemäßig jetzt hier aus, aber wenn man es im Tageslicht sieht, sieht das richtig schön rosé aus. Und ja, ich muss nur noch Bilder finden, die ich da reinmache. Jetzt ist es ja noch eingepackt. Aber ich finde das so schön und hinten sieht man dann, wie es wirklich aussieht, also so versetzt. Dann war ich auch noch bei Ikea und ich habe diese schöne Vase hier entdeckt. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihr machen soll, also was da jemals reinkommen soll. Aber ich fand sie so schön, weil sie so eine spezielle Form hat und dieser leichte Ombre-Effekt mit diesem lila Bordeaux-Rot-Ton fand ich so schön. Kennt ihr das? Man kauft was, weil man so begeistert davon ist, aber eigentlich denkt man sich, ja und jetzt? Was mache ich da rein? Vor allem Vasen sind so ein Ding. Ich finde die so cool gemacht. Also, ich konnte die einfach nicht widerstehen. Und dann habe ich mir noch so ein Körbchen gekauft. Den fand ich auch voll cool, weil diese Musterung eben so gezackt war und so schwarz-weiß. Und einmal ringsherum sieht er so aus. Und ich finde den einfach cool. Innen auch so. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit ihm mache. Aber er hat mir so gut gefallen und ich war jetzt schon mal bei Ikea und dachte ich mir, jetzt muss da auch irgendwas mit. Und so viel gefällt mir da gar nicht bei Ikea. Ich weiß gar nicht, warum so viele da so begeistert von sind. Aber das waren jetzt meine einzigen zwei Sachen, die ich bei Ikea gefunden habe. Und dann war ich auch noch bei Starbucks und die haben so süße Weihnachtstütchen. Ich finde die so, so niedlich. Hier mit so Rot und ansonsten eben ihr Weihnachtsmuster, voll niedlich. Und ich war eben auf der Suche nach einem Thermobecher. Einfach einen, der wirklich, wirklich dicht hält und der schön aussieht. Und ich wusste nicht, nehme ich jetzt einen für den gleichen Preis im Endeffekt bei Amazon, der super top bewertet ist, aber nicht so toll aussieht. Oder einen, der genau den gleichen Preis hat und eben von Starbucks ist und der auch sehr dicht sein soll. Ich habe mich da extra im Vorfeld auch informiert. Und die Wahl fiel auf den von Starbucks. Das kann man hier einfach ab und zu drehen und hier vorne hat es diese Öffnung, aus der man hier einfach trinken kann. Ich dachte mir, das ist niemals dicht. Aber ich schwöre es euch, ich hatte es schon kopfüber in der Tasche, überall. Es ist absolut mega dicht. Manchmal geht das schon gar nicht richtig auf. Also ich muss wirklich leicht damit kämpfen, damit ich es überhaupt aufkriege. So dicht ist das. Und da es hier so ein Schraubverschluss ist, ist es auch super dicht und es sieht so schön aus. Und ja, also ich bin sehr zufrieden. Es hält auch wirklich sehr lange heiß, ohne dass es hier außen heiß wird. Wie es genau funktioniert, was für eine Schicht da drauf ist oder welche doppelwandigen, sagt man das überhaupt? Also wenn da so zwei ineinander sind, ihr wisst, was ich meine. ich weiß nicht, was da dran ist, aber auf jeden Fall hält es sehr, sehr lange warm. Selbst so einen normalen Tee, der hält da 3-4 Stunden lang richtig warm und finde ich top. Also wenn das im Sommer genauso funktioniert mit kalten Getränken, wäre das natürlich super. Das weiß ich jetzt allerdings noch nicht, aber auf jeden Fall für warme Getränke ist der wirklich super zu gebrauchen. Und als ich vor ein paar Wochen beim Starbucks war, fiel mir diese Tasse so sehr ins Auge und sie musste einfach mit. Erst habe ich sie stehen lassen, aber bin am gleichen Tag abends dann nochmal hin, weil sie mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Das war einfach so eine schöne Tasse. Ich liebe dieses Logo. Es ist auch so leicht roségolden, aber hier sieht es eher so gelbgolden aus. Aber je nachdem ist es mehr so ein Bronze-Look eigentlich. Und ich finde die so schön. Und ihr wisst ja, wenn das roségolden ist, ne? Da muss ich es kaufen. Und ich finde die so süß. Hier hinten steht nochmal Starbucks drauf. Und die ist eben so ein bisschen rustikaler gemacht. Durch dieses Beige, dieses Gesprenkelte. Und innen ist sie genauso. Und ich finde die einfach toll. Mir hat die sehr gut gefallen. Ich habe zwar unendlich viele Tassen, weiß gar nicht mehr wohin damit. Aber sie hat mich einfach zu sehr angelacht. Sie wollte unbedingt mit.
Ja, das war's nun mit meinem Beauty, Deko und Home Haul. Und vielleicht war auch eine Inspiration für euch dabei. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!